Ja, ich möchte über eine Konkurrenzveranstaltung sprechen. Das Schöne ist, sie ist nicht zum selben Zeitpunkt, deswegen könntet ihr alle hingehen. Habt vielleicht auf blogs.pearl.org oder sonst wo in den Medien gelesen, dass jährlich der Chaos Communication Congress stattfindet. Das ist die größte zentrale Veranstaltung vom Chaos Computer Club, dem intergalaktischen und angeblich größten europäischen Hackerverein. Die treffen sich also jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wie sieht so ein Hacker-Kongress aus? Also erstmal gibt es natürlich, wie, genauso wie hier, interessante Vorträge und es ist auch nicht alles so super, wie wir schneiden mal diese CPU auseinander und gucken, welche Atome da wo sind, sondern ganz verschiedene Themen, auch viel Politik und Kunst und Gesellschaft, verschiedene technische Levels. Also da kann man echt hingehen, wenn man von Perl eine Ahnung hat, dann kann man sich da hintrauen, ohne sich zu verstecken. Und die Talks sind aber nur der eine Teil, die kann man nämlich auch im Internet gucken. Der andere Teil sind einfach die Gespräche, die Leute, die man trifft. Und die coole Atmosphäre im Hackcenter. Da darf man aber nicht so viele Fotos machen, deswegen habe ich einfach mal ein Symbolenbild mitgebracht. Also so sieht der Chaos Communication Congress aus, ungefähr. Genau, das ist die neue Messe bei uns in Leipzig, in meiner geliebten Heimatstadt. Schönes großes Messegelände. Das ist im Moment für die Anforderungen des CCC gerade so groß genug. Und auf absehbare Zeit wird der Kongress immer kurz vor Silvester in Leipzig stattfinden. Normalerweise, wenn ihr zum Kongress kommt, seht ihr das dann so, weil ihr kommt eher so in den Abend- oder Morgenstunden, wenn es dunkel ist und dann ist alles wunderbar hübsch illuminiert. Echt sehr cool, was da alles aufgefahren wird, auch an Kunst- und Lichtinstallationen. Genau, ich hoffe, die allermeisten haben Geografie aufgepasst und wissen, wo ungefähr Leipzig liegt. Das Schöne ist, es ist ziemlich mittig in Deutschland, man nennt es auch oft auch Mitteldeutschland, und auch ziemlich mittig in Europa, da können also alle ziemlich gut hinkommen. Ich habe sogar gehört, man kann da angeblich auch Perl-Workshops veranstalten, aber das muss ich erst zeigen. Ich höre gar keinen Applaus. Genau. Warum erzähle ich euch das überhaupt alles eigentlich? Das ist ja eine Konkurrenzveranstaltung. Achso, ich wollte noch darauf hinweisen, es gibt einen Ticketshop. Die Preise sind echt vertretbar dafür, was für ein unglaublich hohes Qualitätslevel die da fahren und was das für eine riesige Veranstaltung ist. Die Preise kann man vielleicht auch lesen, also so bisschen was oberhalb von 100 Euro werdet ihr glücklich. Und genau auf events.ccc.de sollte man einmal zu mal lesen, weil Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Wenn man Leute kennt, die zur Community gehören, dann kann man in so einer Vorverkaufsphase 1 Tickets bekommen. Ansonsten gibt es noch so eine zweite Phase mit so einer Lotterie. Wer sich rechtzeitig kümmert, bekommt Tickets. Es gab letztes Jahr aber einige Pearl-Leute, die kein Ticket mehr bekommen haben. Deswegen bitte rechtzeitig. Und da gibt es jemanden, der kümmert sich. Der hat hier auf blogs.pearl.org im Oktober schon einen Artikel geschrieben. Wenn ihr nächsten Herbst diesen Artikel lest mit meinem Namen oben drüber und ihr wollt mal zum Kongress kommen, dann meldet euch bei mir oder geht zum Ticketshop. Ich habe Kontakt zu CCC-Leuten, wo man auf diese tollen Listen kommt. Und ich komme aus Leipzig. Das heißt, ich habe auch Wohnungen, die man mieten kann. Jemand hat letztes Jahr kostenlos bei uns übernachtet, der hatte die ganze Wohnung für sich alleine. Da sind aber noch Plätze frei. Also bitte meldet euch. Und genau, nächstes Jahr soll es nicht so traurig aussehen. Das ist hier ungefähr 4 Uhr morgens an unserer Perl Assembly. Die war viel, viel voller als die Python Assembly und ja, ungefähr genauso schön wie die Ruby Assembly. Wir wollen mehr. Kommt mehr, bringt Licht mit und alles, was sonst noch toll ist. Ja, we had great swag, stickers and stuff. Und hier nochmal die Termine. Der Congress, quasi, also im nächsten Jahr, also dieses Jahr, Ende Dezember. Und nur alle 4 oder 5 Jahre gibt es das Camp, also so eine Art Zeltlager auf einem alten Flugfeld, glaube ich. Da bin ich selber noch nie gewesen und hoffe, dass ich dieses Jahr, wir sind in 2019, da mal hinfahren kann. Genau, aber das Wichtigste ist, der Kongress kommt nach Leipzig zum Kongress. Dankeschön.